Tja, die ersten zwei Parts waren, tja, was soll ich sagen, ein bisschen schwierig. Aber wir sind jetzt hier in der Schandstadt, Freunde. Falls ihr neu seid, lasst ein Abo da. Falls ihr die letzten beiden Folgen von Dark Souls nicht gesehen habt, dann schaut gerne nochmal in die Playlist. Link ist in der Beschreibung oder sonst wo. Wir gehen rein. Wir sind im letzten Mal, sind wir hier 60.000 Mal gestorben, als wir hier hinten dieses Gerüst runter wollten. Also wirklich 20 Milliarden Mal gestorben. Wir sind hier durch, Treppe runter, durch eine Höhle und dann waren wir unten. Aber auf dem Weg dorthin würde ich halt alles umbringen. Ich weiß, dass dort unten im Sumpf, wo wir halt hinkommen werden, früher oder später, dort unten soll angeblich irgendwo ein Lagerfeuer sein oder so ein Bonfire. Ich weiß nur nicht genau wo. Da müssen wir nochmal gemeinsam gucken. Ich glaube, Ziel wird sein, dass wir jetzt trotzdem erstmal, da hinkommen. Okay? So. Wir haben immer noch unser Estus und unsere Streitaxt plus 3. Und der Chat ist auch wieder dabei, ne? Ihr seht ihn da oben. Der Chat ist immer ultra gechillt am Start. Und hilft mir natürlich. So, jetzt wird erstmal ein bisschen wieder scheiße, weil ich wieder richtig auf die Fresse kriegen werde. Oh, das lief doch gut. Das lief doch gut. Für mich ist die Frage, Chat, wisst ihr's? Wie ist denn das jetzt? Kommen wir mit der Axt zurecht? Oder sollten wir irgendwie gucken, ob wir rauskommen? Ich glaube, Schnellreisen ging nicht, oder Leute? Schnellreisen von A nach B ging, glaube ich, nicht, right? Alles gut. Haben wir. Alright. Das Ding ist, wir gehen jetzt ran mit einem Fresh Mind. Ich weiß noch, letzte Woche, Alter. Ich war so abgefuckt an der Stelle hier. Musste ich mir erst verdienen. Okay. Ich war so abgefuckt an dieser Stelle, weil wir ums Verrecken hier nicht durchgekommen sind, ne? Das war so kacke. Aber ich weiß, dass ja hier unten jemand ist. Den holen wir uns jetzt erstmal ab. Zack. Fuck. Alles gut. Wir versuchen jetzt in die Schandstadt zu kommen. In die Schandstadt mit, ja, noch genug Leben, I guess. Tolles Gebiet. Ja, ich sag's dir. Ist da gerade ein Typ runtergefallen? Ich meine, ich habe da gerade eine Leiche runterfliegen sehen. Hilft leider nicht mit Wiesink. Nee. Ich könnte gleich mal unseren Techniker rufen, Chat. Wir können gleich mal eine Pause machen und ich rufe unseren Techniker, wenn ihr Bock habt. Alles gut. Der hat das schon bei Max gefixt, glaube ich. Technik-Support. Richtig, Technik. Der hat irgendwie das Tearing bei Max auf jeden Fall schon gefixt in seinen Aufnahmen. Da können wir gleich mal fragen. Weil ich habe auch keinen Bock, dass hier die ganze Zeit so Tearing in der Aufnahme ist. You know? Okay. Haben wir. Okay. Ganz entspannt. Ja. Let's go. Zum Glück sind die Arschgeigen hier ziemlich langsam. Let's go. Guck mal. Für diese Stelle, Chat. Für diese Stelle haben wir letzte Woche ungelogen. Wie lange gebraucht, Leute? Junge. Ich glaube, wir haben letzte Woche legit... Oh, wie lange haben wir dran gesessen? Dreiviertel Stunde? Nicht drei Tage, nein. Nein. Nicht drei Tage. Versuch's mit Geschoss. Stimmt, kommt man hier irgendwie durch? Nee. Hier ist eine Leiter, right? Eine Woche. Mein Gott.
Ja, die sind halt richtig heulig. All good. Bzzz. Haben wir. Let's go. Jetzt ist die Frage, wo ist hier das Bonfire? Letzte Woche sind wir hier rumgeirrt wie dumme Vollidioten. Aber wirklich. Alter, ach, das sind die Viecher. Okay. Oder ist hier irgendwo oben das Bonfire? Nee, oder? Das wär's. Nee, 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 nee. Wenn hier das Bonfire wäre, wäre ich traurig. So, Leute. Jetzt müssen wir es nur noch finden. Irgendwo hier unten. Leider keine Ahnung wo. Das kriegen wir aber irgendwie hin. Ach du Scheiße. Hier ist so ein Ding hinter. Haben wir. Kein Stress. Eine Mücke. Haben wir. Oh nee, ich bin vergiftet. Fuck. Fuck, 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 fuck. Sekunde. Okay, ich regel das kurz. Ich regel das kurz. Oh nein. Alles süd. Okay, solide. Oh meine Fresse. Okay. Dass ich da nicht gestorben bin, ist frech. Der rutscht erstmal den Berg hier runter. Moin. Digga. Komm her. Let's go. Ich bin schon wieder vergiftet wegen der Drecksmücke. Bitte. Bitte. Bitte lass mich. Bitte. Gott sei Dank. Guck mal, Chat. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Hä? Junge, das war fucking knapp. Jetzt ist nur die Frage. Bonfire. Wo? Bonfire wo? Also das Ding ist da vorne, wo ich letztes Mal schon lang gegangen bin. Dankeschön, Code Red, für dein Tier 1 im zweiten Monat. Danke dir. Wer schießt? Ist jetzt nicht euer Ernst. Dass ihr hier einfach kommt und... Nein! Nein! Digga, das ist so frech. Das ist so frech. Die Viecher sind scheiße. Wirklich. Das Ding ist, ich glaube, letzte Woche... Wir gehen mal kurz hier rüber. Letzte Woche habe ich gedacht, dass vielleicht... Och Mann, nicht schon wieder. Dass vielleicht das Bonfire da drüben irgendwo sein könnte. Nicht euer Ernst. Digga, die Mücken nerven halt so hardcore, ne? Guck mal, wie die da chillen. Willst du einen Tipp fürs Bonfire? Nee, nee, ich find das schon raus. Ich find das schon raus. Okay, wir gehen hier rüber. Keine Diskussion! Wir rennen jetzt einfach mal hier lang.
Wir gucken uns mal hier. Da sind halt irgendwelche Riesen, Alter. Mit Steinen auf dem Kopf. Oh mein Gott, dass ich den Dodge mit reinbekommen habe, ist frech. Oh, man ist überall vergiftet. Okay. So, das ist eine Brücke, ne? Jetzt ist für mich die Frage. Ich sehe halt kein Bonfire weit und breit, ne? Ich weiß halt hier irgendwo. Irgendwo soll es eins geben, ne? Ich habe keinen Plan, wo. Ich habe keine Ahnung, wo. Und jetzt kommen da auch noch diese scheiß Drecksmücken. Geil. Sehr schön. Muss ich vielleicht wirklich zu den Riesen dort drüber? Oder ist das wirklich bei den Fackeln? Nee, 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 Leute. Ich werde jetzt erstmal nicht sterben. Das könnt ihr vergessen. Mit einem Schlag, let's go. Get fucking wrecked. Ja, das Ding ist, guck mal, hier sind überall Fackeln. Oder ist vielleicht... Ja, dann komm her, komm her. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Fackeln ohne Grund da sind. Das gibt's doch nicht. Hier unter ist auch nichts, ne? Ach, Digga, ich weiß doch nicht. Also ich weiß halt definitiv, hier irgendwo ist ein Bonfire. Weil sich der halbe Chat über mich lustig macht. That's a fact. Aber ich weiß halt nicht wo. Und da oben war ich schon letztes Mal. War ziemlich entspannt, Chat. Wie soll man... Ey, das ist doch so leicht zu übersehen. Oh mein Gott. Erstmal klippen. Das ist ja so leicht zu übersehen. Oh, das ist bestimmt so eine Mimik-Tour, oder? Kommt man hier wieder hoch? Da ist eine Leiter. Okay, selbst wenn ich sterbe... Nee, ist tatsächlich eine richtige Truhe. Drachenstein. Was ist denn ein Drachenstein? Was ist denn ein Drachenstein, Freunde? Ich lese mir mal durch. Ist der Drachenstein dann hier? Nee. Hä? Hier? Wo ist denn der Drachenstein? Hier? Nee, Schlüssel? Hier. Hier, Drachenstein. Verstärkt Drachenwaffe. Okay. Okay. Kleine Scherbe, große Scherbe, grauer Brocken. Okay, krass. Damit kann man einfach Sachen arbeiten.
Aber immerhin kommen wir jetzt weiter, Chat, mit unseren 45 Toten. Immerhin kommen wir jetzt weiter. Okay, und wir haben wieder unsere Flakons. Oh, aber die brauchen wir wahrscheinlich auch. Und dann gibt's wirklich Leute, by the way, die das Spiel ohne... die das Spiel ohne zu sterben durchspielen, Chat. Aber nicht first try, ja, okay. Ist okay! Ist okay! Gar kein Stress. Ich gehe einfach weiter. Ich fange nochmal von vorne an, okay? Ich fange nochmal von vorne an. Alles gut, alles gut. Ich hole mir nochmal meine Flakons. Ich setze mich nochmal ans Bonfire, Freunde. Alles in Ordnung. Viel Erfolg. Oh, Junge, ey. Was steht hier auf dem Boden? Geschafft? Ich habe das Gefühl, ich bin nicht der Einzige, der dieses Bonfire sucht. Oh Mann, das gibt's doch nicht. Guck mal, so einfach ist es. Man braucht nur ein Bonfire, dann kann man sich schon besser... Zack. Dann kann man sich schon heilen. Zack. Ich will einfach nur nicht vergiftet sein. Sollte ich mich hochleveln, by the way, mit Seelen, Freunde? Denkt ihr, ich sollte mich hochleveln, wenn ich jetzt meine 4000 Seelen hier habe? Macht das Sinn? Soll ich so ein paar Seelen poppen? Und mich hochleveln, oder macht das keinen Sinn? Ich glaube, das macht schon mehr Sinn, oder? Ich habe jetzt so viel gekillt und so viel Seelen gesammelt. Wenn ich die jetzt verliere, wäre traurig. Dann poppe ich hier so eine große... Stolzer Krieger. Ist das scheißegal? Namenloser Soldat. Wie viel... 800 Seelen dafür. Tschüss. Ja, dann mache ich einfach verlorener Untoter. Poppe ich die beiden noch? Ach so, okay, das bringt ja gar nichts. Dann mache ich mal Seele. Stolzer Krieger. Oha, Alter, okay. Machen wir Stärke auf 30. Warte mal, aber dann kann ich ja auch rein theoretisch. Guck mal, wenn ich die beiden jetzt noch poppe. Zack. Dann kann ich ja direkt nochmal leveln, oder? Und wenn ich jetzt... Okay, warte mal, warte mal. Ich habe nämlich diese Großaxt hier. Und ich glaube, da brauchte ich 32 für. Weil die würde knallen. Die würde komplett knallen. Okay, dann leveln wir noch einmal hoch. Glaube ich. Hä? Die haben jetzt voll wenig gebracht. Aber da steht ja auch gar nicht, wie viel, ne? Okay, 2K. Okay, let's go. Okay, wie viel brauche ich, um noch zu leveln? Wie viel brauche ich, um zu leveln? 7805. Hat die auch Reichweite? Ich bin mir gar nicht so genau sicher. Das Ding ist die Großaxt, ne? Schau dir das Ding mal an, Alter. Ich glaube, die hat schon Reichweite. Zumindest ein bisschen. Jetzt gerade kann ich sie noch nicht so richtig tragen. Helebarde, auch sick. Aber wir probieren die gleich mal aus.
Ich meine, die Waffe, die ich jetzt gerade habe, ist genauso groß, würde ich sagen. Okay, ich brauche jetzt 7K. Gargoyle hat mehr. Sure. Sicher? Ist Gargoyle krasser? Oder was? Ja! Oder meinst du mehr Reichweite? Okay, dann gehen wir jetzt hoch. Wir probieren jetzt noch ein paar Seelen zu sammeln. Und dann schauen wir. Wenn du vielleicht levelst, ist Gargoyle krasser. Aber dann bräuchte ich mehr Geschicklichkeit. Da fehlt mir noch ein bisschen was. Bei Geschicklichkeit. Noch 1,5k. Ja, das ist jetzt das Problem. Wir könnten natürlich jetzt unten noch ein bisschen farmen. An Viechern. Aber let's see. Ist jetzt ein bisschen risky, dass wir mit den 6000 Seelen durch die Gegend fahren hier, aber wird schon. Alright. Da ist eine Leiter? Okay, wait. Wieso ist hier oben eine Leiter? Mücke! Nein? Ciao. Ciao. Müssen wir hier überhaupt lang? Mücke? Mücke? Oh nein. Bitte! Das ist so eine Drecksmücke. Komm her jetzt. Ich lass mich von dir jetzt nicht da irgendwo runterkicken. Das gibt's doch nicht. Hallo? Chillst du jetzt einfach da? Komm her. Okay, dann verpiss dich. Dann bleib da, wo du bist. Wo der Pfeffer wächst. Du blöde Sau da. Alright. Ey, dann bleib weg! Dann geh doch bitte! Diese scheiß Mücke. Jetzt ist hier noch eine. Ich scheiß mich ein. Oha! Alter, hier ist übelste Zauberer-Chest gewesen. Ja, ja. Nee, jetzt ist Schluss mit lustig. Ich habe hier übel die Zauberer-Chest gefunden. Oha, die ist voll gut für mich. Oha. Die ist voll gut für mich erstmal, oder Chat? Guck mal, wie geil ich aussehe. Die ist zumindest besser als alles, was ich bisher hatte, glaube ich. Und auch nicht so schwer. Guck mal hier. 32, 33, 19. Ich sehe richtig sick aus. Dark Imp 3. Dankeschön für dein Tier 1. Die ist richtig gut, oder? Ja, du blöde Mücke. Kannst du direkt abhauen. Das ist der Sektenanzug, ja. Aber es hat Drip. Hat Drip. Nee, du blöde Mücke. Du bleibst jetzt da oben. Weg mit dir. Alright. Muss ich jetzt hier wieder runter? Alright, let's go. Warum habe ich 150 Seelen bekommen? Was habe ich gemacht?
Ich habe gerade random von irgendwem 150 Seelen bekommen. Let's go. Okay. Ich könnte jetzt... Wie viel brauche ich noch bis zum Rank-Up? Ich will es eigentlich sicher gehen, bevor ich die Seelen verliere. Ist die Mücke verreckt? Das kann sein. Okay, ich brauche jetzt noch 1400. Ja, okay, das kriege ich jetzt nicht so schnell eben mal so zusammen, oder? Glaube ich. 100. Ich könnte halt 14 Mal die beiden hier fahren. 14 Mal den einen da vorne, meine ich. Hm. Aber wäre langweilig. Ey, wir haben ja Bock, ne? Wir gehen einfach rein. Ich werde jetzt nicht 14 Mal den Breda farmen. Glaube ich zumindest. Aber ich glaube, wir werden vielleicht zurückgehen, sobald wir noch mehr haben. Mach. Nee. Nee. Wäre easy, ja. Aber warum sollte ich denn jetzt 14 Mal den Breda farmen? Ich bin ja Gamer. Warte mal. Nee. Es wäre witzig, wäre ich jetzt instant gestorben. Hä? Wo muss ich denn lang? Muss ich hier hoch? Und dann geradeaus? Ah. Chill mal. Sehr schön. Ich bin Gamer. So, hier, warte mal, hier waren wir doch gerade. Wer hat nach mir geschwungen? Ich habe ein Schwingen gehört. Muss ich hier oben lang? I guess. Weil hier sind ja auch die... Aber ich war ja eben auch hier schon. Wahrscheinlich muss ich hier lang, ne? Nee, hä? Bin ich dumm? Zack. Digga, die Mücke kotzt mich oben so an. Ach, hier ist eine Leiter. Ey, dankeschön für dein Prime, Genix. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Komme ich hier durch? Nö. Wie ist er gestorben? Ah, er hat hier gefightet und hat übel auf die Fresse bekommen. Muss ich hier rüber? Noch 500 Seelen ungefähr, ja. Ungefähr. Muss ich hier irgendwo durch? Digga, ich will einfach nur wieder an die Oberfläche. Ich hasse Orte, die dunkel und schleimig sind. Kam ich hier hoch? I guess. Nee. Nee, nee, ich kam von hier. Right? Dummes Scheißvieh. Ich bin verwirrt. Wo muss ich hin? Irgendwie nach hier oben. I guess? Nee. Doch. Hä? Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Hier? Ey, Digga, von da kam ich. Guck mal, wenn ich hier...
Da unten ist das. Da ist eine Leiter. Nach oben? Ist das der Weg? Muss ich da hoch? Dort drüben? Da ist ja anscheinend noch eine Leiter, ne? Ne, ist mein erstes Mal Dark Souls. Da bin ich ja hier komplett falsch. Oder nicht? Ich habe da drüben jetzt noch eine Leiter gesehen, auf jeden Fall. Let's see. Ohne zu sterben, bitte. Bitte, 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 ohne zu sterben. Danke. Es sei denn, wir könnten auch jetzt nochmal ganz nach unten ans Bon... Ja, hier ist die Leiter. Lol. Okay, wir gehen nochmal ganz unten ans Bonfire. Holen uns nochmal jetzt die 400 Seelen. Und dann, gehen wir weiter. Ich weiß, ist jetzt mühsam, aber wir wollen ja auch vorankommen, ne? Ich hab schon... Ist es schon wieder irgendwer gestorben? Schon wieder die Mücke. Jetzt habe ich 7200 Seelen. Wir gehen jetzt zurück, töten noch zweimal dieses Vieh und dann nehmen wir uns diese andere Großaxt oder was auch immer das ist. Die ungelevelte. Alter, diese Robe ist ja mal so dumm. So, wir stehen wieder auf. Alle Gegner sind wieder gespawnt. Dann holen wir uns den hier. Zack. Zack. Dann gehen wir zurück. Setzen uns wieder ran. Ja, das farmen wir jetzt kurz. Das farmen wir jetzt kurz. Dann gehen wir wieder hin. Holen uns den Gegner. Zack. Zack. Oh. Oh. Zack. Jetzt sind wir bei 7400. Jetzt setzen wir uns nochmal ran. Dann stehen wir wieder auf. Gehen wieder raus. Und dann machen wir wieder. Zack. Zack. So, und jetzt sollten wir eigentlich leveln können. Eigentlich. Und zwar so. Fuck, wir brauchen noch 400. Das gibt's doch nicht. Wir brauchen 7800? Ich dachte 7400 irgendwas. Egal. Das kriegen wir jetzt auch noch schnell hin. So, einer noch. Einer noch. Apropos, 5 Gifted-Subs sind auch nur 20 Euro. Das stimmt. So, 7700. Und 7800. Alright. Dann können wir ja jetzt direkt theoretisch... Warte. Junge, Großaxt. Junge, die ist halt auch übel schwer, ne? Ja, die ist halt gar nicht mal so krass geil. Muss ich sagen. Die ist halt fucking schwer. Aber die könnte halt reinhauen, ne? Wenn es um Damage geht und so. Die macht Bums. Die macht Bums. Mm. Oh Mann. Aber ich bin ehrlich, macht die jetzt so einen krassen Unterschied? Die macht ein bisschen mehr Damage, ne? Aber die schlägt eigentlich grob gleich. Ist nicht mein erstes Souls-like, aber ist mein erstes Mal Dark Souls. Okay. Die ist plus 0, ja. Die müsste ich jetzt halt nochmal upgraden. Das wäre... Oh nein! Okay, easy. Die müsste ich nochmal upgraden. Digga, was das für eine fette Axt ist. Mein Gott. Ey, je. So.
Okay, wir gehen hoch. Die Scheißmücke kommt zwar hinterher, aber ey, was soll's? Na, wo ist sie? Da kommt sie. Voll auf die Fresse, Junge. Ciao. Okay. Hier ist richtig. I think. Hier ist noch so eine Scheißmücke. Die kriegen wir. Warte. Warte. Kann mich bitte jemand erlösen? Oh, Gott sei Dank. Ich kletter jetzt einfach weiter nach oben. Die Scheißmücke. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir nach oben müssen. Es hieß ja immer dem Licht folgen, glaube ich, ne? Zumindest grob. Sehr schön. Hier ist noch eine Leiter. Aber ey, jetzt kommen wir gerade sehr direkt rüber, ne? Also wir haben sehr hier Leiter und alles. Kiste. Let's go. Neue Londo Ruinenschlüssel? Was ist denn Neue Londo? Reden die hier von London? Neue Londo. Kommen wir hier raus? Moin. Das macht nichts. Ey, wir reden nicht drüber, Chat, okay? Habt ihr gerade was gesehen? Oh, ich bin gestorben. Das ist die 46. Okay, das habe ich gerade ein bisschen unterschätzt. Ich muss mit der neuen Waffe erstmal klarkommen, Leute. Ich muss mit der neuen Waffe erstmal klarkommen. Assassin's... Assassin's Creed, Bro. Oh Mann, ey, nö. Habe ich noch so ein Kraut? Natürlich nicht. Oh Mann. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Ich bin so kacke. Ich habe nicht mal mehr Healing, um mich von der Vergiftung zu erholen. Ihr braucht jetzt auch gar nicht den blöden Fisch reinschreiben, Chat. Okay, alles ist in Ordnung. Moin. Alter, ich glaube, wenn ich die hier level, Chat, ne? Wenn ich die hier level, ich glaube, dann knallt die übel rein. Weil ich im Sumpf stand. Ich habe halt auch nichts mehr zum Heilen. Ihr mit eurem Scheißfisch. Gerald, vielen, vielen lieben Dank für deinen Tier 3 Sub für 38 Monate. Dankeschön. Was bedeutet der Fisch? Ich weiß doch auch nicht. Ich weiß nicht, warum da alle mit so fasziniert sind. Ich habe mir den nicht ausgesucht. Ich meine, er dreht sich. I guess das ist der Grund. Warum hängt diese Leiche an mir? Bitte lass mich los. Okay. Get rotated. Das ist dieses Meme mit dem Hai, ne? Junge, das ist so witzig. Wo dieser Hai einfach gedreht wird. Get rotated. Der Fisch ist der Dino-Dance von Sterzig, yo. Ey, yay. Alright. Okay.
Leiter für Leiter geht's nach oben, Freunde. Leiter für Leiter geht's nach oben. Der Weg ist geebnet. Leiter für Leiter geht's nach oben. Es ist quasi only up. Es ist quasi only up, nur mit Leitern. Quasi. Die Mücken ignoriere ich. Leiter zu laut? Das glaube ich euch nicht. Leiter zu laut. Ach man, das sind meine Seelen. Und da steht auch noch der Bree. Dass der mich nicht getroffen hat? Ich bin beim Saufen gestorben! Man sagt ja so schön, only up, ne? Only up beginnt erst dann. Ich bin beim Saufen, bin ich gestorben. Oh Mann, Alter. Ich scheiß jetzt auf die. Ich gehe da jetzt einfach, Junge, beim Saufen. Ich hatte die Flasche schon im Anschlag. Och, Mann, ey. Geralt, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut, by the way. Danke dir. Wegen Vergiftung. Ja, ich weiß. Das ist ja das Problem. Okay, ich werde jetzt gleich versuchen. Bin ich jetzt, by the way, eigentlich schwer, Leute? Habe ich irgendwie einen Debuff jetzt, dadurch, dass ich die Axt trage gerade? Oder ist es genau wie davor? Ich bin mir gerade nicht sicher. Mücken kann ich ignorieren. Ja, ich versuch's jetzt. Ich bin langsamer. Für mich wirkt's jetzt gerade nicht so krasser, als wäre es ein krasser Unterschied. Nicht so dolle. Im Angriff bin ich langsamer. Ja, das stimmt. Ich habe die langsame Rolle. Ja, ist dem so? Weil eigentlich... Eigentlich habe ich, ja, 28,7. Das ist doch nicht mittlere Rolle oder sowas, ne? Ist da nicht nochmal Unterscheidung? Ist noch nicht Fat Roll. Prinzenrolle. Ach man, ihr seid mir welche, wirklich. Okay. Das ist bitter. Das macht nichts. Warum schreit er die ganze Zeit? Ey, GG's, Leute. Bossfight geknackt. Bossfight geknackt. Oh Mann, jetzt kommen zwei. Ja, macht mal weiter Geräusche. Ach, shit. Ist okay. Ist nicht okay. Alter! Alter, wenn die zu zweit sind, ist ja komplett anders, ne?
Ich habe das Gefühl... Wenn ich die jetzt nehme, ne? Ja, mit dem bin ich halt viel... Mit der bin ich viel schneller gefühlt. Mit der bin ich schneller. Oh, fucking hell. Aber mir geht's jetzt erstmal darum, dass ich weiterkomme. Und dass ich vielleicht meine Waffen nochmal upgraden kann. Oh. Dass ich vielleicht meine Waffen nochmal upgraden kann. Das wäre das Coole jetzt daran. Vorrat der Qualen. Junge, guck, Max. Ja, ich mach nicht... Mein Gott. Wenn ihr Rat der Qualen sehen wollt, dann guckt Max, bitte. Herzlich willkommen zu Sterzig Souls. Ich habe mir ein Format überlegt, Chat. Ich habe mir ein Format überlegt. Jedes Mal, wenn ich sterbe, drehe ich am Glücksrad. Das wäre doch was. Ja, ich glaube, das ist vor allem bei den langsamen Gegnern macht das jetzt erstmal mehr Sinn, mit der anderen nochmal hier weiterzuspielen. Richtig goofy. Ich habe noch eine andere Idee. Wie wäre es, wenn ich... Ach, ist ja auch egal. So, wisst ihr, was ich glaube, ich mache, Leute? Ich glaube, ich poppe. Ich mache mir mal so einen kleinen Bonus kurz hier, damit ich hier schnell durchkomme. Oh mein Gott, wie ich die wegmache, Junge. Ja, ja, komm, schlag zu. Ich bin schon wieder vergiftet. Roll doch weg! Wie mache ich das jetzt? Warte ich darauf, dass der eine brüllt? Ja. Ich bin schon wieder umgeworfen worden. Das ist nicht geil. Das ist nicht gut. Alles in Ordnung. Oh, Dicker, ey, das ist ja übel anstrengend. Ich bin halt komplett vergiftet. Wenn jetzt ein Boss kommt, Blutung. Viel Erfolg. Einzig, oh nein. Digga, ich bin halt gleich down, ne? Es sei denn, ich popp eine Menschlichkeit. Große Seele. Habe ich irgendwas, was... Ja, scheiße. Sauf doch bitte. Okay. Muss ich jetzt hier durch? Ich gehe jetzt einfach hier durch. Ist mir scheißegal. Ich muss ja irgendwo hin. Wo bin ich jetzt gelandet? Seele, namenloser Soldat. Okay. Oh mein Gott, wo bin ich? Und wo komme ich hierher?
Ist das ein Shortcut? Ist das ein Shortcut? No fucking way, ist das ein Shortcut. Wo komme ich hier raus? Wo komme ich hier raus? Bin ich in der Base? Ich bin in der Base! Finally wieder! Oh Mann! Oh! Wie komme ich jetzt am besten zum Schmied, Freunde? Oh, ich weiß wie. Durch den Fahrstuhl hier. Moin? Hello there. Wer sind die denn? We are not acquainted. I am Petrus of Thoroland. Have you business with us? If not, I'd prefer to keep a distance, if possible. Okay. Wer ist das? You are undead as well. Then we've no time to fret. Wer ist es? I have my mission and you no doubt have yours. Ja. Let's not let this curse overcome us. Okay. Wer ist das? What have we here? You look awfully raggedy. Times are grim. The least you can do is look sharp. Don't you dare meet my lady like that. You might scare her off for good. Hat er mich gerade hässlich genannt? Okay. Ey, macht ruhig euer Ding, okay? Ihr beiden. Macht ruhig euer Ding. Hat er mich gerade hässlich genannt? Ich glaube, er hat mich gerade hässlich genannt. In dem Moment, oder? Warte mal, welche Glocke läutet da gerade? Stimmt, unsere Miss. Ey, ich erinnere mich gerade dran. Unsere Mission war ja, eine Glocke zu läuten, right, Chat? Ist die zweite Glocke in der Schandstadt da irgendwie oder irgendwo? Weil ich höre jetzt hier oben nur die Glocke. Hier war der Fahrstuhl, ne? Ja. Oh Mann, ist das das neue Elden Ring DLC? Ja, ist Early Access. Meine Fresse. Okay, wir können jetzt ein paar Waffen upgraden, theoretisch. Bezirk der Untoten. Ist nicht schlimm. Digga, ich one-shotte die jetzt hier einmal kurz weg, weil ich Bock drauf hab. Ciao. Ciao. Ach, wie schön. Junge, was wollt ihr denn im Sumpf? Geht ihr doch zurück in den Sumpf. Anscheinend ist irgendwas im Sumpf, was ich gerne nochmal angucken soll, hä? Ihr kleinen Kacklappen. Okay. Ich kann jetzt hier unten schön... Alright. Große Glut hergeben. Was haben wir für eine große Glut? Wo ist denn Waffenveredelung erforderliche Glut? Aha. Dann gebe ich ihm die Glut, wa? Okay, dann Abfahrt. Ausrüstung umwandeln. Rüstung verstärken. Oh! Ich kann auch meine Rüstung verstärken. Gegenstand kaufen. Kleine Scherbe kann ich kaufen. Okay. Waffe verstärken. Wie sieht's denn aus? Kann ich... Okay. Was brauche ich hierfür? Kleine Scherbe. Soll ich am besten die Gargoyle-Dings verbessern? Theoretisch? Oder soll ich die Großaxt besser machen? Die Großaxt war mir halt jetzt echt ein bisschen langsam, muss ich ehrlich sagen.
Aber was macht denn die Gargoyle-Waffe hier? Aber Gargoyle ist bestimmt sowieso halt besser, ne? Was haben wir denn noch? Die Hellebarde? Könnten wir auch machen. Hellebarde wäre auch sick, aber ist natürlich jetzt ein ganz anderer Playstyle dann. Macht die Gargoyle Crit? Oder was macht die Gargoyle irgendwie besonders? Achso, ist einfach eine normale Axt, ne? Ja, okay, okay, ja, okay. Ja, dann würde ich sagen, dann verstärken wir mal die Gargoyle. Warum nicht? Wir können die auch ein bisschen boosten. So, jetzt fehlt uns noch eine kleine Scherbe. Gegenstand kaufen. Oha, sind die teuer. Baba. Okay, wir kaufen mal 2 Stück. Okay, jetzt bräuchte ich theoretisch... Ey, ich booste die jetzt ordentlich hoch, Chat. Jetzt brauche ich nochmal 2 kleine Scherben. Oi! Ey, Bro, ich habe dir gerade übel viel in den Arsch gesteckt. Hör mal auf. Achso, ja, Armbrust ist ja scheißegal. Oho. Oh Mann! Oh Mann! Ist sie groß! Ja, okay, damit kriege ich auf jeden Fall ein paar mehr down. Das ist ein Gerät. Ah, wir haben noch ein paar Seelen, die können wir noch poppen. 1000. Und nochmal 800. Nee. Okay. Junge. Ich brauche noch 2 Decks. Warum? Ah. True. Ach, weil die 14-14 hat. Ah, shit. Aber so kann ich die erstmal tragen, oder? So kann ich die erstmal tragen, right? Oder macht die, hat die Debuff gerade? Leider nicht. Aber sie macht ja Damage. Zwei ja nicht nur bei Stärke. Fuck. Also muss ich jetzt theoretisch noch zweimal, noch zweimal Geschicklichkeit leveln, right? Das ist ja bitter. Aber Junge, wenn wir die erstmal hoch haben, dann knallt die aber ordentlich rein, oder? Und jetzt mache ich gerade wahrscheinlich nur 1 Damage. Jo, fuck. Ja, das ist RIP, Mann. Mal, probier mal die Hellebarde. Auch nicht schlecht. Hellebarde bringt natürlich einiges, wenn man die auf Distanz haben möchte, ne? Aber dann spiele ich jetzt erstmal noch die Anfangswaffe hier. Waffe. Ja, das Ding ist, Leute, wir sind Level 36. Jo. Und wir brauchen, ich glaube, 8.000 Seelen fürs nächste Level. I think. Oh. Das war knapp. Junge, was ist denn gerade los hier? Ich habe das Gefühl, anvisieren ist das Schlechteste, was du machen kannst. Weil ich sie nicht zweihändig hatte. Oh.
Warte mal, kann ich mit der blocken? Ja. Meine Fresse, ist das nervig. Oh. Alright. Ihr wolltet ja, dass ich nochmal zurück in die Schandstadt gehe, ne? Wie kommt man dabei denn am besten hin? Das ist die Frage. Rein in die Seenluke. Hm. Aber immerhin haben wir wieder Shortcut jetzt, ne? Immerhin haben wir wieder Shortcut auf den Dings hier. Oh, hier liegt was. Eine Seele. Let's go. Hashtag Seele in den Chat. Okay. Was ist das hier? Gestenmenü. Ah, okay. Sind einfach Tutorials auf dem Boden hier verteilt, oder wie? So, wer ist er hier? Ach, das ist doch der aus der Kiste, oder? Aus der Dings? Hm. Alright. Ja, das ist jetzt das Ding, ne? Uns fehlen jetzt ein bisschen... die, Seelen. Weil ansonsten würde ich so hart die Dings leveln. Hello. I don't think we What the fuck? I am Night Lautrec of Kareem. We're both undead. Or perhaps we can help one another. Bett? Was will er? Versuch's mit Schildbrecher. Warum hasst ihr ihn alle? Alle hassen ihn. Okay, wenn ich jetzt... Nehmen wir mal an, ich möchte jetzt zurück zum Sumpf-Chat. Ich kann nicht reisen, ne? Ich muss ja da jetzt dann theoretisch hier rein und dann denselben Weg, den ich gekommen bin, zurückgehen, right? Das ist ja auch scheiße. Das will ich eigentlich nicht. Nee, ich sehe jetzt gerade den Grund nicht, warum ich da unten jetzt runter soll. Bringt ja gar nichts. Ich würde jetzt eher sagen, dass wir uns hier umgucken. Ey, Joanna. Dankeschön für deinen Prime. Willkommen. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir leveln können. Geben die alle? Ach so, die geben so 20 Seelen, lol. Anscheinend bin ich in Neulondo. Ich weiß nicht so ganz. Panzerbrecher? Wait. Was ist der Panzerbrecher? Stoßschwert. Ich weiß halt nicht so ganz. Habe ich vergessen, den Death Counter einzuerhöhen oder capped er? Ich bin mir fast sicher, ich habe immer dran gedacht. Pass auf, Gegenstand. Oh. Ein Wanderfluch. Hm. Digga, ich hab ein bisschen... Schaut euch das mal an. What the fuck? Wo bin ich? Ich hab ein bisschen Schiss. Ja, oder gehe ich jetzt nochmal Schandstadt unten gucken? Okay, Leute, ich frage euch jetzt mal ganz straight up, was ist denn da unten, was ich verpasst habe im Sumpf? Ist da ein Boss, den ich verpasst habe?
Oder ist er generell Boss und Glocke? Ah, fuck. Okay. Ah ja, also das Ding ist, ich wusste nicht mehr gerade ganz genau, was dort unten war. Oder beziehungsweise, ich wusste nicht mehr, es hieß ja irgendwie die Stadt der Untoten. Und was war das zweite? Was? Schandstadt? War es Schandstadt, wo gesagt wurde so, ja, das ist die zweite Glocke ist in der Schandstadt. Oder wie war das? Das war knapp. Drachental. Da hinten kann man halt auch lang, ne? Das müsste ich mir auch nochmal angucken. Dass er nicht Wiesing reinmacht. Digga, ich hab alles probiert. Wir haben das tatsächlich schon jetzt mehrmals ausprobiert. Aber es geht nicht. Guck mal, wenn ich Wiesing anmache. So, ich zeig's euch. Habt ihr immer noch wahrscheinlich sogar stärkere Probleme. Und ist Taring weg? Ist das Taring weg? Schlimmer. Ah, echt? Ist ja fast so, als hätten wir das letzte Woche schon ausprobiert, ne? Deshalb leben wir jetzt erstmal hier mit. Okay, ich gehe nochmal zurück in die Schandstadt. Oh, warte mal. Jetzt sind die Brees wieder da, ne? Bro, ich habe das Gefühl, ey, das Ding ist, okay. Kurze Storyline. Kurze Story. Solvay ist meine Zeugin. Ich habe am Wochenende Lies of P durchgespielt. Junge, der Endkampf hat mir jegliche Lebensfreude genommen in Lies of P. Der Endboss ist todeshart. Aber ich hab's geschafft. Aber genau deshalb habe ich jetzt auch wieder die Ausrede. Ich habe mich gerade an was anderes gewöhnt. Muss man einfach sagen. Ich habe mich an was anderes gewöhnt. Deshalb bin ich gerade schlecht. Der optionale Endboss ist der normale. Ja, ja, das ist der. Du hast das ganze Wochenende gekämpft. Ja. Solvay saß neben mir. Sie hat einfach gesagt, jetzt leg schnell den Boss. Und dann können wir ins Bett. Oder was auch immer da das war. Und ich so, okay. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Solvay, ich kann nicht mehr, ich will ins Bett. Und dann habe ich ihn irgendwann am nächsten Tag habe ich ihn gelegt. Ich kann nicht mehr. Ich war wirklich gebrochen. Ich war wirklich gebrochen, Chat. Also, es ging mir gar nicht gut. Es war der ganze Samstag und der halbe Sonntag. Ja. Aber man muss sagen, der ganze Samstag ist auch nicht ganz richtig. Aber die letzten Stunden des Samstags. Aber den ganzen Samstag habe ich versucht, den Endboss erstmal zu finden. Dann gab es ja erstmal diese verfluchte Tante auf der Brücke. Dann gab es den Dude mit dem Hut. Und dann gab es am Ende noch einfach den Boss. Okay, ich sprinte jetzt an den vorbei. Aber Solvay hat tapfer durchgehalten mit mir. Solvay hat wirklich tapfer durchgehalten am Wochenende. Aber jetzt ist es auch durch, Lies of P. Jetzt ist es auch durch. Okay. Ich gehe jetzt mal davon aus, meine Damen und Herren. Ich gehe jetzt mal so frech davon aus, dass die Glocke ganz unten irgendwo sein muss. Glaube ich. At least. Oder ist die Glocke bei dem Vieh dort? Ich gehe erstmal wieder ganz nach unten an die Gnade.
Ich gehe erstmal wieder an die Gnade unten. Das D nochmal vielen lieben Dank für dein Tier 1 im zweiten Monat. Und Christ96, Dankeschön für deinen Tier 1 im 23. Alright. Ich weiß halt nicht so ganz, wo die Glocke sein könnte, ne? Man hört ja hier unten auch nichts von wegen Glocke. Man hört ja hier unten gar nichts von wegen Glocke. Nischt. Nada. Niente. Wie komme ich hier runter? Hier. So, wir gehen kurz an die Gnade. Alles hier. Na, wenn ich sie erst läuten muss, gut, habt ihr recht, aber... ist sie vielleicht hier? Nee. So, wir müssen jetzt mal gucken. Okay, ich bin jetzt Ground Level. Wir erkunden jetzt mal hier unten... was hier so ist. Würde ich sagen. Oh, ich liebe es, wenn man diese blöden Dinger einfach so abschlachten kann, ne? Wir können... Alter! Okay, Christina! Danke für die 10! Alter, Leute, Kuss in den Chat, Freunde. Bedankt euch. Seid höflich. Dankeschön. Das ist geil, danke. Oh fuck, ich komme nicht raus. Okay, die Frage ist, muss ich darüber? Ich weiß halt nicht so ganz, wo ich hin muss, ne? I guess wir gucken uns hier unten mal um. Vielen, vielen lieben Dank, Mann. Vielen, vielen Dank. Ist jetzt okay. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Ich habe doch leider keinen Stuff mehr, um mich zu heilen, ne? Ja, jetzt ist aber auch irgendwo egal. Muss ich hier rüber? Ist die Frage. Was ist denn das da oben? Was ist das hier? Oh oh. Oh fuck. What the fuck? Ich höre die Glocke! Oh nein. Ich wurde von Maden gefressen. What the fuck? Aber wir wissen jetzt, wo die Dings ist. Okay, warte mal. Wir lassen den... Lass uns den erstmal killen. Und dann lass uns mal ganz kurz gucken, ob wir irgendwo Giftresistenz... Ob wir irgend... Hier, das ist giftresistent. Hier, die ist komplett giftresistent hier, die... Oder zumindest gut giftresistent. Okay, wie sieht's hier aus? Blut, Gift... Hier, 19. Ja, okay, aber der ist scheiße schwer, ne? Was mit dem? Der ist Gift... Achso, ist wieder er. Aber jetzt habe ich Heavy Roll, kann das sein? Nee. Ah. Zack. Ding, 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 ding. Au, oh ja. Ihr habt natürlich recht mit dem Death Counter. Dankeschön. Ey, wir sind fast bei den 50.
Oh. Giftresistenz. Ja, 18 machen die hier. Und hier Giftresistenz 31. Ja, okay, jetzt bin ich aber auf jeden Fall giftresistent, Freunde. Zumindest theoretisch. Jetzt hör mal auf! Aber heißt das jetzt, dass ich... Chat, heißt das jetzt, dass ich weniger Schaden bekomme bei Vergiftung oder dass ich weniger Gift fresse? Weil ich merke jetzt gerade noch nichts davon. Basically. Das würde mich mal interessieren. Weil hier steht ja eigentlich Giftresistenz. Hm. Die Leiste ist einfach länger. Ah. Aber ist ja vielleicht worth, wenn ich jetzt hier... Wenn ich jetzt hier so durchgehe, you know? Zack, vergiftet. egal, wir haben 8, for some reason, 8 Essos Flakon. Ist ja jetzt auch scheißegal, wa? Aber ich brauche auch länger, bis der Giftstatus weg ist, ne? True. Ist ja total dumm. Ist ja übel bescheuert. Okay. Ich glaube, das Gift können wir zumindest aushalten. Das ist fein. Immerhin fickt einen das nicht komplett. Okay. Und hier ist die Glocke drin, Alter. Insane. Ding dong. Okay, let's go. Oha, Alter, die gehen... Könnte ich die einfach am Leben lassen, frage ich mich. Wild. Yo. Ich kann den einfach am Leben lassen. Leute, wer von euch hat Bock auf einen Bossfight? Famose Kiste. Schwäche Truhe. Ich bin gespannt. Bossfight. Spinne. Ach, Chest, ja. Easy. What the fuck, Alter? Okay, was ist, wenn ich hier... Wo hau ich am besten gegen? Ist die Frage. Hier? Oh mein Gott! Oder hau ich sie vorne? Aber was hau ich jetzt am besten? Gibt's eine Schwachstelle? Okay, alles entspannt.
Okay, er kackt. Ach, Herr Jemine. Entspannt. Okay, entspannt. Chaoshexe Quelaag heißt sie. Gibt es irgendeine Geschichte zu ihr? Weil das ist nun schon wirklich ein abgefuckter Boss, Mann. Ist in Ordnung. Die hat ordentlich Leben, ne? Okay, die geht so hoch. Die geht so hoch und... und explodiert dann? Oder what? Stimmt, eigentlich... Warum habe ich mir nicht gedacht so... Ey, happy 50 Tode, Chat! Happy 50! Oh Mann, Digga. Bitte. Lasst es doch einfach sein, Leute. Keiner braucht euch. Okay, wie komme ich da jetzt easy rüber? Wahrscheinlich hier einmal. Ja, so oder so ist man doch vergiftet, wenn man hier rüber geht. Oder nicht? So oder so. Na klar. Natürlich. Ey, tut mir leid, dass ich gestört habe, ja? Mach dir bitte keinen Stress. Bitte bleib da. Oder hab ich eben das zweihändig in der Hand gehabt, das die Axt, Chat? Komisch. Chaoshexe Quelaag. Naja, schauen wir mal. Lass mich durch. Okay. Okay. Das Ding ist, Leute, die haben ja da irgendwas geschrieben von wegen Chest. Das check ich auch. Aber so ganz check ich's nicht. Junge, der kotzt halt überall hin, ne? Shit. Okay, let's go. Wir hauen mal ein bisschen rein. Easy. Jetzt haut er rein. Also wenn er diesen Schrei macht. Wenn er diesen Schrei macht, explodiert er. Okay. Er hat gerade geschrien und hat dann übel Explosionen von sich gegeben. Aber Digga, weißt du, was mich am meisten aufregt? Was mich am meisten aufregt ist, dass man nichts gegen dieses blöde Vergiften machen kann, ne? Nichts.
Man ist auch nicht wirklich immun dagegen. Also man kann keine Immunität aufbauen. Ist ja nur Scheiße. Oder kann man? I don't fucking know. Lila Moos. Ja, aber ich habe kein Lila Moos. Wo soll ich denn jetzt Lila Moos herkriegen, wenn ich keins habe? Das ist ja das Ding. Da! Das ist nicht sein Scheiß Ernst. Das ist nicht euer Scheiß Ernst. Zeug mit höherer Giftresi. Ich habe schon echt große Giftresistenz. Aber es bringt mir jetzt gerade nicht so viel. Ich versuche jetzt einfach durchzuziehen und den Boss einfach easy zu holen. Es läuft ja eigentlich ganz gut. Also wir hatten jetzt gerade schon nur noch ein Drittel übrig. Es sei denn, der hat so eine nervige zweite Phase oder so. Aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Vielleicht doch? Hm. Ich komme nicht raus. Ich komme nicht raus! Lass mich gehen! Nee, spiele ich nicht mehr. Ist unbalanced, das Game. Unbalanced und langweilig. Und buggy. Ich spiele so ein technisches Fiasko, spiele ich nicht mehr. So ein technisches Fiasko zocke ich nicht mehr. Könnt ihr vergessen, mache ich nicht mehr. Ja, da bin ich nicht dran schuld an dem Tod. Das war ganz klar nicht meine Schuld. Mein Gott. Ich sag's euch, Freunde, ne? Die folgen mir halt alle auch noch, die scheiß Kacklappen. East Points. Ja, ja, hör mir auf. Ich darf euch daran erinnern, ne, dass ich Dark Souls, Legende, Profi, Pro, wenn nicht sogar... Guck mal, nee, es ist einfach nicht möglich. Also man kann nur vergiftet eigentlich da ankommen. Es sei denn, du kaufst dir jetzt 10 Kilogramm lila Moos. Digga. Nein, nein, alles in Ordnung. Das bisschen Gift kriegen wir hin. Beeinträchtigt die Vergiftung den Schaden? Nee, ne? Das wäre auch krank, wenn es so wäre, bin ich ehrlich. So, ich mag es, mit dem Debuff hier reinzugehen, bin ich ehrlich. Gib mir was. Ich habe auch eben alle Seelen verloren. Okay, ein Healing ist in Ordnung. Passt. Passt. Oh, Feuer! Also will der jetzt die ganze Zeit so weitermachen, oder wie ist es? Alles gut. Ey, Nero to Hero. Dankeschön für dein Tier 1 Sub. Vielen, vielen Dank, Mann. Dankeschön. Herzlich willkommen. Ist ein First-Time-Sub, Leute. Ein First-Time-Sub hier im Chat. Glaubt er das? Ich kann's nicht glauben. Ich bin höchst überwältigt. Dankeschön.
Digga, wenn wenigstens diese verblödeten... Ach, der Typ, ne? Na, ja, scheiß drauf. Die Frage ist, von wo bekomme ich lila Moos, Mann? Also, wenn ich wenigstens das lila Moos hätte... Ich könnte auch was mit Feuerresistenz. True. Also, wenn ich halt eh vergiftet werde, dann ist halt scheißegal. Hm. Ja, ich mach mal lieber Feuerresistenz. Ihr habt recht. Also, das Leben verliere ich halt eh, deshalb. Wo kann ich denn sehen? Hier, Feuerabwehr. Oh, 15? Ja, gut, das ist der Gargoyle-Helm, ne? Der macht schon ordentlich was. 26. Was ist mit der hier? 26. Hier 15. 17. Das ist mein Look. Das ist mein Look, Chat. Wie sehe ich aus? Wie sehe ich aus? Komm, haut, sagt ehrlich. Ich glaube, ich muss halt rechtzeitig deuten, wann er diesen Angriff halt macht. Digga, am Anfang, er spuckt einfach nur Feuer gerade. Er spuckt einfach nur Feuer. Mehr macht er nicht. Ist das nervig? Oh, und dann breitet sich das... Digga, ich war doch eben schon bei einem Drittel. Soll ich immer hingehen, ihm eine Backpfeife geben, zurückgehen oder wie machen wir es jetzt? Oder alternativ probiere ich es mal stattdessen mit der Großaxt und hau dem halt richtig ein über den Latz. Digga, ist das scheiße. Ist das kacke. Alter, das Ding ist, ich weiß halt noch nicht so genau, wann er halt explodiert, you know? Ich kann euch jetzt noch nicht genau... Ich könnte euch jetzt nicht bestimmen, wann er explodiert. Das Einzige, was ich halt jetzt versuchen könnte, ist halt Geduld. Und ob ich ihm jetzt da irgendwie gegen die Fresse boxen muss oder nicht, ist auch noch eine gute Frage. Weil er krabbelt ja die ganze Zeit auf dem Bauch. Ich könnte halt die ganze Zeit hinter ihn versuchen. Aber ich habe auch das Gefühl, die letzten Versuche hat er jetzt mehr Lava gekotzt, als dass er versucht hat, mich zu hauen. Also schwierig irgendwie. In welchem Rhythmus streamst du eigentlich? Ich versuche... Viermal die Woche, aber keine Ahnung, ob das was wird. Ist immer so schwierig, wenn wir noch YouTube nebenbei machen, you know? Oder wenn wir nebenbei streamen, eher. Okay, let's see. Moin. Ich versuche mal hinter ihn zu gehen. Alright. Ausgewichen. Okay, hier, ich hab dich getriggert. So, jetzt. Was war das denn jetzt für eine Attacke? Digga.
Was war das denn? Er hat einfach gepupst. Er hat kleine Dinger gepupst. Er hat mich angepupst. Ja, okay, ich muss halt eh. Ey, Domeli, vielen lieben Dank für deinen Tier 1-Sub für 6 Monate. Dankeschön. Let's go. Ey, herzlich willkommen. Ich hoffe, die nächsten 6 Monate kann ich dir einiges hier zeigen in Dark Souls. Let's go, danke dir. 6 Monate im Voraus gesubbt, der Bree. Vielleicht mal mit dem Schild und Blocken versuchen. True. Wie ist die Situation? Nee, jetzt lass mich mal in Ruhe. Scheiß Steinwerfer. Scheiß Steinwerfer. Nee, lass mal. So, und hier ist die Glocke drin. Okay. Das Ding ist, vielleicht sollte ich, nachdem ich... man kann mich eigentlich raiden, glaube ich. Zerx, dankeschön für dein Tier 1. Aber stand da irgendwas von wegen, man kann mich nicht raiden, roter Yoshi? Ist das frech. Danke für dein Prime, Zerx, ne? Kuss. So, was macht er? Er pupst. Ne, er kotzt. Okay. Ich glaube, ich mach's genauso. Ja, Digga. Guck mal, er kotzt sich. Er kotzt sich in den Kreis. Okay, jetzt bleibt er stehen. Angriff. Jetzt bin ich gegens Feuer gelaufen. Er springt weg. Und nochmal. Okay, weg. Mhm. Schöner Hit. Und jetzt weg. Ich heal mich einmal. Okay, easy. 2 Hits. Alles gut. Ich gehe mal ein bisschen aus der Ecke dort raus. Was macht er jetzt? Okay. Hit. Okay, das war blöd. Aber war gerade die Frau dort oben drauf? Fuck! Warum bin ich reingerollt? Das war übel dumm. Ich glaube, ich gebe es jetzt einfach auf. Ich gehe jetzt hier durch und gut. Okay, aber ich fand es jetzt schon mal den Vibe, wie ich es jetzt angegangen bin, war, glaube ich, ganz geil. Man muss halt immer auf Distanz gehen. Gucken, dass man irgendwie, alter Roadshanks, vielen lieben Dank für dein Tier 1-Sub im ersten Monat. Willkommen. Ja, ich glaube, man geht hin, sucht sich ein paar Patterns raus und dann muss man sich, glaube ich, disziplinieren und sagen, okay, ich hau jetzt 2-mal rauf und verpiss mich wieder. Hau 2-mal rauf, verpiss mich wieder. Und wirklich nur hingehen, wenn man sich sicher ist. Und ich glaube, dann ist es gar nicht so schlimm. Nur das Feuer kann dann halt richtig bumsen, ne?
Okay, let's see. Bing bong, bing, 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 bong, bong. Wer springt? Ein Hit. Er springt weg. Noch ein Hit. Springt weg. Hits. Hits. Okay, da passen, glaube ich, drei rein. Und jetzt weg. Sehr schön. Und nochmal weg. Denn jetzt heal ich mich kurz einmal. Geht's. Ja, ja. Kotz, kotz für mich. Los, kotz. Macht nix. Passiert. Und jetzt macht er noch einen. Zack, einmal in die Fresse und weg. Ja, das war sehr gut gemacht. Ich heal mich. Leon, vielen, vielen, vielen Dank für die 5. So, jetzt. Was macht er jetzt? Er kotzt. Da kriege ich. Okay, was auch immer das war. Da hat er sein Kotzen einfach unterbrochen. Alright. Er springt. Ja, komm mal her, komm mal her. So. Oh Mann, ist das scheiße. Alright. Als ob er mich da erwischt. Die ganzen Male vorher hat er mich da nicht erwischt. Okay. Das war gierig. Ich hau rein. Let's go. Sicher, sicher. Sie ist down. Ich verpiss mich. Okay, let's go. Wir gehen mal weg von dort. Wir lassen sie mal pushen. Er kotzt. Er zieht durch. Sehr schön. Abhauen. Er kotzt nur kurz. Easy. GG's. Ey, guck, ich sag dir, ich sag euch, wie es ist. Genau so macht man's. Einfach ran. Vorsichtig sein. Ne? Damage für Damage. Nicht gierig werden. Und dann passt das auch. Dann passt das auch. Ey, Stück für Stück. Das war jetzt wirklich so easy. Im Endeffekt. Das war jetzt so easy. Also, ne? Relativ. Aber, weißt du, erstmal. Was jetzt passiert? Habe ich die geläutet jetzt? Dark Souls kann so einfach sein, ja? For real. Einfach läuten die Scheiße. Let's go. Tutorial Boss, ja. Na, das Ding ist, in Dark Souls sind die noch nicht so komplex, ne? Also, ich habe ja Lies of P durchgespielt, Freunde. Also, das ist was ganz anderes in Lies of P. Junge, also das ist nicht zu vergleichen. Oder Sekiro. Sekiro habe ich noch nie gespielt. Was ist das jetzt? Oh nein, wer ist er? Was geht auf? Das Tor, wo der Kürbismann vorsitzt. Oh shit. Nee, Sekiro habe ich noch nie gespielt. Let's fucking go. Let's go, Chat. Wo geht's hier hin? Sag mir bitte, hier ist irgendwo ein Bonfire. Sag mir bitte, hier ist irgendwo ein Bonfire.
auf Geheimfahrt. Ich hab's sogar selber rausgefunden, ihr Keks. Also mit Hilfe von dem Ding. So, die sind halt scheiße. Habe ich irgendwas zum Werfen? Wurfmesser. Kann ich den nicht? Freund? Ich kann mit ihm sprechen. Ich bin mir nicht sicher. Ja? Lässt du mich gehen? Och, wie süß. Ich habe vorhin einen von deinen Freunden umgebracht, du kleiner Ekliger. Let's go. Ew. Let's go, Freunde. Wisst ihr, was wir jetzt in die Hand nehmen können? Wisst ihr es? Let's go! Moin. Dich habe ich doch gerade erledigt, right? Estus Flakon verstärken. Oh. Hier kann ich das also auch. Sie spricht nicht mal mit mir. Halt leisten. Das verstehe ich nicht. Ah, ich habe ihre Schwester gekillt. Es muss sie ja jetzt nicht wissen. Ne? Hä? Kommt man hier nicht durch? Pass auf, Lügner. Also, dass man hier nicht durchkommt, ist jetzt ein bisschen frech. Okay. Wilde Scheiße. Boah. Gut, dass wir den Bossfight jetzt noch geschafft haben, Freunde. Let's go. Let's go. Aber wo kommen wir hin, wenn wir hier raufgehen? Nirgends? Digga, aber wie lange hat das jemand nicht rausgefunden hier? Das muss ja ewig gewesen sein, dass die Leute das nicht gefunden haben, oder? Ich habe das ja jetzt auch nur gefunden durch dieses Ding hier. Das muss ja ewig gewesen sein. Oder? Ah, hier ist noch ein Bonfire. Hä? Bro. Muss ich hier schon... Da unten ist so ein, wieder so ein dreckiger Ziegendämon oder so ein Shit. Oh Mann, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt lang gehen soll. Also, ich glaube, das hier ist so eine Art optionales Gebiet. Oder gegebenenfalls komme ich hier halt random nochmal hin. Die Story führt mich ja jetzt gerade eher Richtung diesem Tor, was da aufgegangen ist, ne? Bo, 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 bo. Also ich glaube, ich könnte jetzt hier natürlich runter und Dinger erledigen und keine Ahnung was. Ich glaube, wir müssen aber eigentlich woanders lang, right? Denke ich jetzt mal. Wir können halt hier... Oh, warte mal. Ist hier so ein random Bossfight einfach? Kann das sein? Was ist das da vorne? Ist das eine Spinne? Digga. Ich weiß halt nicht, wo genau, ne?
Fakt ist, meine Damen und Herren, dass wir heute, glaube ich, eine ganz geile Folge hinbekommen haben. Falls ihr mehr Dark Souls sehen wollt, schreibt in die Kommentare. Und falls nicht, ich habe Lust, es zu streamen. Deshalb, ist nicht mein Problem, meine lieben Freunde. An alle YouTube-Zuschauer, Livestream-Chat, ihr dürft euch verabschieden von den YouTube-Zuschauern. Meine lieben YouTube-Zuschauer, es war mir wieder eine Ehre. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hatte viel Spaß. Ja, ich hatte sehr viel Spaß. Und falls ihr die anderen Folgen noch nicht gesehen habt, schaut da auch nochmal gerne rein. Dann findet ihr auch den Progress und so weiter. Ich glaube, heute war geil. Heute haben wir nämlich hier die Schandstadt einmal abgehakt. Wir sind wieder hochgekommen. Wir haben schon das neue Gebiet gesehen. Wir haben zwei... What the fuck? Wir haben zwei komplett neue Gebiete gesehen und eins wurde uns angeteased. Das ist einmal das Gebiet hier, dann diese Untergrundscheiße und dann halt da, wo uns das Spiel halt hinschicken möchte, bezüglich Hauptstory wahrscheinlich. What the fuck, Alter? Was soll ich sagen? Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.